Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem kleinen Special, und zwar zu Let's Special Left 4 Dead. Ich bin der Max und spiele zusammen mit dem Stevie Boy, der gerade noch geschrieben hat, er geht nochmal kurz aufs Klo. Deswegen muss ich ihm schnell antworten, alles klar. Okay, und zwar, wir spielen Left 4 Dead. Er weiß nicht, dass ich mitdrehe. Und zwar hat damals Left 4 Dead die Wahrheit gedreht mit Left 4 Dead 2. Und jetzt drehe ich den Spieß einfach mal um und lade ihn einfach mal in ein Spiel ein, wo wo er halt eben derjenige ist, wo nicht weiß, was aufgenommen wird. Das letzte Mal war halt ich derjenige. So, wir spielen eine Kampagne. Nur wir zwei natürlich. Die restlichen beiden Spieler werden von Bots übernommen. Wir spielen natürlich Experte. Crash Course haben wir uns gerade versucht, da habe ich schon eine Aufnahme gemacht, aber da hat man nichts gehört. Todeszone, Flug zur Hölle habe ich schon lange nicht mehr gemacht, der ist auch ganz nett zu spielen. Den Server hier, genau, Lobby erstellen. Ich nehme natürlich Louis, den ich schon von Anfang an hatte. Lad den Stevie ein. Und sobald er in der Lobby ist, klicke ich wieder auf Aufnahme. Ach ja, bevor der Stevie kommt und wir starten können. Ah gut, jetzt ist er schon beigetreten. Nur ganz kurz zu Left 4 Dead. Ist ein Zombie-Shooter von Valve. Es geht darum, eben eine Kampagne zu überleben, zu viert. Also bis zu vier Leuten kann man das spielen. Man ist miteinander verbündet und muss halt gegen Zombies, Zombie-Horden und spezielle Infizierte, die dann auch noch dazukommen, antreten. Es ist relativ lustig und ja, wie gesagt, lasst euch einfach drauf ein. Ich bin gespannt, ob es euch Spaß macht. Mir wird Spaß machen, Stevie wird es auch Spaß machen. Wie gesagt, das wird wieder ein sozusagen die Wahrheit, wie wir Gamer halt wirklich so sind beim Zocken. Ich versuche mich auch so natürlich wie möglich zu verhalten und Stevie macht es sowieso, weil er nicht weiß, dass aufgenommen wird. Und reden kann ich mit ihm bloß eben im Game. So, mal sehen, wie der Server ist. Der Server ist gut. Stevie ist schon drinnen. So, ich hoffe, Flug zur Hölle haben wir jetzt ein bisschen mehr Glück, mein Freund. Die Special Infected stelle ich dann einfach mal vor, sobald welche kommen. Ich find's immer wieder geil, wie man hier am Anfang erstmal 10.000 Mollys und Pipes bekommt, ne? Jetzt habe ich schon zwei Pipes geworfen, jetzt sind da immer noch 10.000 Viecher. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut und ich nicht zu leise. Naja, sehen wir ja dann. So, jede Kampagne besteht aus mehreren Abschnitten. Es gibt verschiedene Items, die man nutzen kann. Die seht ihr rechts im Inventar, das relativ übersichtlich ist. Diese Kampagne hat jetzt 5 Abschnitte, durch die wir uns bis zur Rettung durchkämpfen müssen. Die Kampagne ist auch mehr oder weniger anspruchsvoll. Ja, aber mit der Uzi kann man so richtig schön heizen. Uzi 9mm, meine erste Wahl. Handgun-Fan bin ich jetzt eigentlich nicht so. Kommt immer auf die Situation drauf an. Ups. Ja, was? Bill stand hinter dem Zombie, den ich gerade erschossen habe. Kommt aus der dunklen Ecke. Böser Zombie. Aber echt. Let's get up that ladder. Na, Munition geht mir auch schon aus, ich baller zu viel. Ah, hier gibt's eine Second Pistol. Weapons! Through here. Genau, von den Waffen her ist das Arsenal eigentlich auch relativ überschaubar. Also für Pistolen haben wir jetzt schon das maximale Upgrade erhalten. Als Wurfgeschosse gibt es
Pipe Bombs, also Rohrbomben und Molotov Cocktails. Ich habe gerade eine rausgeworfen zur Demonstration sozusagen, hat sich jetzt gut getimt. Hatte ich schon erwähnt, dass Zombies zu blöd sind, Türen aufzumachen. So, was da rechts hier kommt, ist ein Hunter, der hier rumspringt. Der kann halt ganz gut rumspringen. Der Fette da hinten, das ist ein Boomer. Der versucht uns halt voll zu kotzen, damit alle Frauen auf euch stehen. Genau, der Hunter ist jetzt tot. Genau, und der Smoker versucht eben mit der Zunge. Der Hunter versucht zu bespringen, der Smoker versucht mit der Zunge zu ziehen. Und der Boomer versucht eben voll zu kotzen, damit alle Frauen auf uns stehen, beziehungsweise alle Zombies auf uns losgehen. Und Muni alle. Das kann ich auch nicht annehmen. Steve einfach mal ausgesperrt. Will einfach mal ausgesperrt. Ja man, allgemeine Abwehr. Wuhu! Geringster Schaden. Naja, immerhin war ich nicht der Schlechteste. Aber Bill hat eigentlich nur Schaden wegen mir bekommen. Steve ist eh voll der Stecher hier. Bam, Headshot. Ja, wie gesagt, also zwei spezielle Infizierte lernt ihr noch kennen. Einmal Witch, einmal Tank. Witch ist eine Witch halt, eine Bitch halt, die am Boden rumhockt und heult. Wegen irgendwas auch immer. Und der Tank ist so ein richtig großer, muskulöser Steroiden-Junkie, der versucht uns alle umzubringen. Und der hält auch relativ viel aus. Vor allem, da wir auf Experte spielen, hält er noch mehr aus. Und wenn er dich einmal trifft, liegst du schon am Boden und dann muss dir jemand aufhelfen. Falls dir keiner hilft, zerstampft er dich einfach in 0, nichts. Wenn einer am Boden liegt, eben kann er nur noch mit den Pistolen schießen und nichts mehr machen. Und muss wieder aufgeholfen werden von einem anderen Teammitglied. Genau das gleiche ist, wenn man sich von einem Hunter bespringen lässt, muss einem wer anders helfen, wenn man selber das nicht mehr kann. Und genauso wie wenn man vom Smoker gezüngelt wird, ist es genauso. Ja, perfekt, der springt ins Fass rein. Killer shot. So. Oh, bitte, Stevie. Ist natürlich sehr intelligent, dass mir jetzt jemand auf Skype anschreibt, weil jeder, der mit Skype hat, hat mich auch in Steam. Weiß genau, dass ich jetzt spiele. Ich höre einen Tank. Ah, es blockt denn jetzt der Stuhl hier. Geil, vielleicht was ich kann. Heilige Scheiße! Oh fuck! Also den Tank sollte man wirklich nur auf einer offenen Fläche bekämpfen, wenn überhaupt. Scheiße, Mann, wir sind tot! Es bringt mich um! Bitte, bitte, bitte! Nein!
Hilfe! Steve hat wieder versucht, sich zu verstecken, die Sau. Ich würde mal sagen, das wird unser erster Fail, weil hier kann ich mich nicht groß gegen ihn verteidigen. Jeder sucht natürlich gleich im Klo. Sagen wir nach meinem Gegner sich. Du bist ja auch lustig, du versteckst dich immer. Ist er tot? Weiß ich nicht. Ja, doch, hier liegt seine abgefackelte Leiche. The old man's dead. Na gut, hier kommt ihr schon mal. Is anyone there? Man sollte mal warten, bis alle drei da sind, so, wenn es geht. Hello? Wenn nicht. Okay, genau. Und wenn sowas halt eben passiert, sollte man aufmachen. Auch wenn das Kiwi jetzt noch nicht da war, aber... Sorry, Alter. Egal. Also, du hättest an meiner Stelle, glaube ich, auch aufgemacht. Ja. Solange die Bots dumm sind, nehme ich mir halt das Medikit von denen, ne? Eins liegt dann noch da für dich. Weil du bist eh woanders gestorben. Ah, du liegst hier in der Badewanne drin. Ja. Ja, hier liegt noch dein Molly und ein Medkit liegt hier hinten auch noch rum. Zoe lehnt hier so schön am Regal. Aber der Tank ist gar nicht, hat gar nicht mehr viel Leben gehabt, als er dich umgebracht hat. Der hat dich umgebracht, ist ein paar Meter gelaufen und dann gestorben. Weapons here. Die paar Meter. Er hätte laufen können. Oh ja, erfolgreich im Boomer. Er smoked erstmal mir vorbei. Oh, ich habe gerade alle drei Special Infected gekillt. Cool. Hush. Lass mal aufräumen da draußen. Alter, was sich da alles bewegt, ey. Ups. Das war ich jetzt aber nicht, oder? Das war die Padbomb. Ah, scheiße. Egal. Also Leute, hey, ich bin ja gespannt, wann Stevie wieder wild wird. Es wird natürlich noch, die Kapitel werden heftiger. Ja, ich würde mal sagen, die lassen wir alle zu uns kommen. Komm Stevie, gehen wir zurück. Einmal Kran anschmeißen und dann ab geht's. Herr Lewis hat wieder seine positive Aura. Ah, der wurde abserviert. Steve. Ups. Ja, Teambeschuss sollte man auf Experte meiden. Ah, Zoe macht es schon. Steh auf, du alter Sack! So, naja, geht doch. Irgendwann. Nein, Gott, Rand, das bist du. So.
Nice shooting. Ja, ich glaube, wenn wir das jetzt mal geschafft haben, dann wird es mal wieder Zeit für eine Hemmkampagne, würde ich sagen. Zur Erklärung, Hemmen heißt Hard Expert Mode und ist eine Kampagne, wo die Spawnrate von den Special Infected drastisch erhöht wurde, vor allem aber von Tanks und Witches. Eine Witch könnt ihr übrigens gerade hören. Ich kann sie auch vielleicht auch mal demonstrieren. Ne, kann ich nicht. Die sitzt, glaube ich, im Gebäude. Keine Ahnung, wo die ist. Wo ist die Witch? Ist die unten auf der Straße, oder was? Ich glaube, auf dem Dach. Scheint fast so. Meine Fresse, Bill. Ja, herrlich. Läuft zu mir rein, echt, ey. Ach komm, Zoe. Es ist nicht meine Schuld, die läuft mir die ganze Zeit rein. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, wenn sie schon nachbauen, dann können sie ja. Ja, der hat auch keine Muni mehr. Ah, da sind Pillen hinter dir. Pistolero-Action. Noch eine Waffe dabei? Na, auch schon leer geschossen. Hey, das gibt's ja nicht. Alter, in dem Büro sieht's ja aus hier. Irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir gerade Fusro da gewünscht. Skyrim fehlt mir. Hinter dir! Ich glaube, hier ist eine Autopumpe ganz gar nicht mehr so verkehrt, da wir hier im Bürokomplex sind. Ah, da steht einfach mal auf hier. Ich werde noch voll zum Autoschrotzen-Fan.